In der Schweiz passiert was ganz Interessantes. Jetzt kommt es zur Volksabstimmung über das Vollgeldsystem, ob es am Ende kommt oder nicht, sei es dahingestellt. Aber allein die Diskussion in der Schweiz und dass es da zum offiziellen großen Thema wird, Vollgeldsystem, das finde ich sehr, sehr spannend. Vollgeldsystem heißt nichts anderes, als den privaten Banken das Recht zur Geldschöpfung zu entziehen. Das ist ja vielen auch noch nicht klar, dass es bei der Geldschöpfung der Banken, dass die das tatsächlich zu größten Teilen aus dem Nichts heraus schöpfen. 90% des Geldes wird eben nicht von den Zentralbanken zur Verfügung gestellt und wird nicht etwa wie der eine oder andere immer noch glaubt, der eine legt das Geld bei der Bank an und das nimmt die Bank dann und leiht es einem anderen. So stellt man sich das naiv gerne vor. Nein, die Bank schöpft den großen Teil des Geldes einfach selbst. Fiat Money, es werde Geld, deshalb heißt es ja auch so, und schöpft dieses Geld und stellt das zur Verfügung. Ja, und ein bisschen was muss ich denn als Reserve bei der Notenbank hinterlegen. Dieses Vollgeldsystem, das sieht vor, dass alles Geld von der Notenbank kommen muss, dass alles bei der Notenbank hinterlegt werden muss und dass die Banken tatsächlich nur noch als Vermittler dieses Geldes fungieren. Die einen leihen es der Bank und die Bank leiht das dann wieder anderen. Das wäre tatsächlich ein Vollgeldsystem und die Schweiz stimmt jetzt darüber ab, ob das nicht kommen könnte, ob das nicht was für die Schweiz wäre. Ja, und das ist eine durchaus interessante Diskussion und jetzt geht auch die Diskussion los, ob das nicht sogar eine Möglichkeit für die Europäische Union wäre, wenn man dieses ganze Geldsystem verändert, die Notenbank mit einem Vollgeldsystem versieht, die Banken alles Geld bei der Notenbank aufnehmen müssen, da sie aber nicht können, die haben ja nur ganz, ganz wenige Prozent dort, müssten sie sich jetzt dieses Geld von der Notenbank neu ausleihen. Die Notenbank würde damit sehr, sehr viel Geld verdienen. Einmal, die gehört ja den Staaten und damit könnte man auch, ja, die Staatsschulden loswerden. Und zwar sämtliche europäische Staatsschulden mit diesem einmaligen Streich, mit einer Umstellung auf ein Vollgeldsystem, wäre die Europäische Union, wären die Staaten ihre Schulden los. Ganz, ganz interessante Geschichte allemal. Und vor allem, wenn man darüber nachdenkt, dass auch diskutiert wird, ein bedingungsloses Grundeinkommen, bei dem die Notenbank direkt das Geld den Bürgern zur Verfügung stellt, ja, dann wird das Ganze durchaus ein Thema, das wir vielleicht in den nächsten Jahren noch häufiger in den Diskussionen sehen. Nehmen Sie es heute einfach mal als Anregung, nehmen Sie es einfach mal als, das ist, wir haben es mal gehört und schon mal angesprochen, ob das nicht in den nächsten Monaten und Jahren häufiger Thema sein wird. Also Vollgeldsystem und bedingungsloses Grundeinkommen direkt von der Notenbank.